Moin, moin, Tag, Servus und Grüezi und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Parking Tycoon Business Simulator. Ich bin's wieder, euer Nobody. Vielen Dank, dass ihr einschaltet. Hey, genau. So, ich habe mal wieder was bestellt. Mal gucken, ob das alles hier reingeht, weil wir haben ja, ne, Limit. Outer Limits. Klasse Serie. Aber die aus den 90er Jahren, bitte. Das Remake ist schrecklich. So. Meiner Meinung nach. So. Gucken wir mal. Tun wir uns an. So. EP. Wir haben uns gerade selbst gegeißelt. Aber es bringt was Kohle. Also. Aha. Streitet euch jetzt. Was haben wir noch? Wir sollen es hier schön machen. Richtig schön. Ja, hier ist der Basketballplatz. Na, Chef. Guckst, ob alles noch in Ordnung ist. Gut, machst du das. Macht sich ein bisschen hier auch wichtig. Ich hab so nach dem Motto, ich bin voll busy. Ich renne die ganze Zeit durch die Gegend. Boah, was müssen wir noch alles machen, damit wir hier Pumps abkriegen? Ja, tü dich selber hier. Ja, die könnten wir ja kaufen. So ist es nicht. Komm. Wir haben es getan. Wir haben einiges ausgegeben. Oi, oi, oi. Krass. Und es sieht ich will das von vorher zurück. Are you serious, guys? Before it looked really 1000 times better, and now this? I waste money for this? Serious? Dang. Im Hintergrund, deswegen habe ich auch schon mal Carajo gesagt. Es ist immer eine Frau, die so immer Carajo sagt. Oh, ist jetzt wieder gemüllt. Irgendwo ist es und ich habe es nicht gesehen. Echt? Oh, come on. So. Gut. Wir brauchen mehr Deko. Und jetzt müssen wir wieder mehr einnehmen. Was machen wir denn? Na, das können wir uns schon mal drauf einstellen, dass wir das hier gleich brauchen. Aber das finde ich krass. Farbe kostet mehr als... Naja, egal. Ja, das werden wir auch nachher brauchen, die Schranke. Boah, ein Imbusbude. Oh, cool. Das wäre echt cool. Ja, da brauchen wir ein bisschen mehr, ne? Ja. Es bleibt nichts anderes übrig, als zu sagen, wir holen das. Ja, Money wird knapp. Oh oh. Nimm bitte schnell Geld ein. Denn ich muss hier meine Angestellten alle bezahlen können. Ich weiß nicht, ob das dann pauschal einmal abgebucht wird oder dann pro Schicht. I don't know. Habe ich noch nicht drauf geguckt. Die haben noch nicht gelurkt. Ever.
Will der jetzt auch? Aha! Na, ich bin frei. So, Delivery arrived. Gut, wir haben fast jetzt das Gehalt schon mal der gesamten Crew drin. Ist auch ein Gehalt. 200 Ocken am Tag, ne? Es ist auch ein Gehalt, muss ich sagen. Stolzes Gehalt. Stellt euch mal vor, ihr kriegt das pro Tag. Boah. 10 Tage arbeiten gehen, der Rest, boah, egal. Ich finde ja selber, das ist das Problem heutzutage. Der Tag der Arbeit beruht nur auf einer Revolution. Ja, warum kann ich das nicht? Why? Tell me why. Damals gestreikt wurde, wenn ich so recht in Erinnerung behalten habe. Da gab es, glaube ich, auch Tote bei, das ist schon über 100 Jahre her. Und dann wurde das eingeführt. International. Und es ging darum, dass zu viel gearbeitet wird. Und dann wurden langsam aber sicher 8-Stunden-Tage eingeführt. So. Immer noch nicht. Jo. Was kann ich denn jetzt tun hier? Hä? Sag mir mal. Muss mal gucken, wie viel die Hecke noch mal bringt. Kann sie ja wahrscheinlich alles durch Hecken ersetzen. Und heutzutage finde ich, wäre es so, es wäre ausreichend, wenn man 4 Tage die Woche arbeitet. Dass man auch ein bisschen was hat, weil was machen wir? Leben wir, um zu arbeiten, oder arbeiten wir, um zu leben? Die Frage müsste man sich mal stellen. Ja, ich kenne einige, leben wirklich zum Arbeiten. Das sind Workaholics, sind dann nur glücklich. Aber ich sehe mich selber nicht so in der Position, dass ich nur dann glücklich bin. Ich hätte doch gern was für mein Leben. Genauso 8-Stunden-Job. Man könnte es reduzieren um 2 Stunden pro Tag. Ist alles machbar. Oh, Leute. Schlimm mit eurem Gemülle hier. Ich werde ja wahrscheinlich nachher alle doppelt und dreifach einstellen müssen. Ne? Oder springt das dann... Nee, sehr wahrscheinlich doppelt und dreifach. Doppelt und dreifach. Hey! Um ehrlich zu sein, mein großer Traum, das habe ich auch, glaube ich, schon mal gesagt, wäre es wirklich, unabhängig zu sein. Irgendwo ein Stück Land, ein paar Hektar Land, ein kleines Häuschen, wir brauchen keinen Luxus. Einfach ein Dach über dem Kopf. Selber unser Essen anbauen, etwas Vieh und Rest der Welt, ciao, bye, ist egal. Das wäre so ein Träumchen. Genau, wir müssen vorne lernen. Und am besten, soweit es geht, weg von der Zivilisation. So. Was? Gibt hier wieder so Messis? Ach ja. Da fange ich schon mit dem Träumen an.
So, wir müssen hier weiter schön einsammeln, dass es nicht zu vermüllt ist. Wo ist dieses eine Teil? Irgendwo hier versteckt, so nach dem Motto, Elchi Belchi. Wir machen Nobody verrückt. Nobody. Boah, ich wollte schon sagen, hab ich's endlich. Nicht so blind? Oder ist das mal wieder irgendwie weggebackt? Was? Ich lass mal das Ding da entleeren. Hallo? Computer? So. Ja. Und sonst so? Ich habe keinen Plan, Leute. Ich habe echt keinen Plan. Hat einer vielleicht irgendwo wieder so einen Müllsack in die Pampa gemüllt, den man nicht sieht, oder der unter ein Auto geglitscht ist? Dann habe ich ja eh die A-Karte. Okay. Ich weiß nicht, vielleicht wisst ihr, was hier? Boah. Jetzt hat irgendjemand was fallen gelassen, glaube ich. Ja, du bist schon wieder. Eieiei. Müsste ich dir jetzt einmal netterweise so, ne? Über, bang. I don't get it. Sorry, I don't get it. Ist daneben ge... Oh. Ich weine Tränen. Oh. Okay, es ist sehr mühsam jetzt hier hochzukommen. Ja, ich könnte Office Level 1 probieren, aufzusparen, ne? Und dann erst Parking Area. Weil das hier ist, ja, ich sehe es nicht mehr als so sinnig ein. Ne? Ja, $1 mehr die Stunde ist schon mal Geld, klar. Es ist die Mühe wert, weil man muss dann Tier 2, Tier 3, ja, das ist blöd. Läppsch, finde ich. Wow, der ist imposant. Ja, sehr willkommen. Ha. Darauf freue ich mich. Kennt ihr noch richtige Frittenbuden? Ich meine wirklich nur, wo der Standard verkauft wird. Pommes, Bratwurst, Currywurst, Schaschlikbrötchen, also Spießbratenbrötchen, wo du Schaschlik bekommen hast. Ein Gulasch. Das waren so die Klassiker. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ach, und wieder Müll einsammeln. Gut, ich muss hier gut weiter einnehmen. Eigentlich brauche ich... Aha, das ist blöd. Ich bräuchte eigentlich... Ich muss gucken, ich muss bis 9200 kommen. Dann, wenn Gehalt ab...
unten abgezogen wird, ist es ja egal. Ich habe jetzt noch nicht aufgepasst, ob wirklich Gehalt abgezogen wird. Oder ob das ein Einmalkauf war, aber ich glaube nicht, da stand ja Auto, Automatik. Deswegen vermute ich, wird es abgebucht. Gut, wie dem auch sei. Mit 9.200 in der Tasche müsste das gut sein, mit den Angestellten, die ich habe. Weil sobald ich die 10.000 erreiche, werde ich wieder irgendwas anlocken. Das will ich noch nicht direkt. Ich will erst mehr Einnahme haben. Ach Leute, ich weiß. Dann tue ich euch den Gefallen. Ah, also kommt ihr jetzt doch wieder. Also hattet ihr eben nur einfach keinen Bock. Den. Ja. Ah, also ganz ehrlich, diese Konstruktion finde ich schwierig. Ich würde sagen, ja, ihr bräuchtet so einen kompletten Metallrahmen drumherum. Der auch innen per X verstärkt ist. Und dann hier so. Nicht nur die, sondern auch in die Richtung. Dann wäre es einigermaßen solide, weil ansonsten habt ihr ein Problem mit dem Wind. Wind ist mächtig, meine Lieben. Unterschätzt den Wind nicht. Ich bin jetzt kein Ingenieur etc., aber ich weiß, alles, was mit Wind zu tun hat, muss eigentlich so konzipiert sein, dass es dem Wind keine Angriffsfläche bietet oder extrem verstärkt. Damals in meiner Kindheit hatte mein Vater mal so ein Partyzelt, wisst ihr, wo man sich einfach nur so drunter setzen kann, wenn man grillt etc. dann gekauft und hat dann auch extra richtig, richtig massive Löcher in die Terrasse gebohrt, extrem krasse Schrauben reingejagt, hat das richtig verankert, richtig extremst. Ja, Lüftchen komme, Lüftchen wehe. Ciao. So, genau. Aufgefüllt, ja. Selbstgeißelung, aber Money kommt ein. Money. Wie viel macht man? Ich muss mal kurz gucken. 100, okay. Ich glaube 30, ja, da machen wir schon Gewinn. Oh Leute, schämt ihr euch nicht? Hier so rumliegt. Ihr Lieben, ich habe mich dazu entschieden, dieses Spiel immer nur am Wochenende zu bringen. Ne? Ich weiß nicht, wenn ihr die Folge seht, ob ich noch Minecraft bringe. Ich habe es eigentlich schon mal vorproduziert. Es müsste bis im Anfang Januar laufen. Ja, das müsste, wenn die Folge kommt, egal. Ich weiß auch nicht, wie lange ich mit Minecraft weitermache, weil ich kriege irgendwie Bock auf ein anderes Spiel. Kann sein, dass ich Minecraft pausieren werde oder was anderes anfangen werde in Minecraft. Mal gucken. Mal schauen. Ich muss dann nochmal schauen, wie es dann aussieht mit Draft, mit meinem Frauchen. Wie weit wir da drin sein werden im Spiel. Oh, irgendwie hat doch wieder was fallen lassen. Nö, ne? Leute, ihr seid schlimm, echt schlimm.
schon wieder gut. So. Money, money, money. Money. Okay, dear developers, it would be amazing that you implement the option to have trash cans here. And then, for example, if you catch them trying to throw the trash on the ground, you can give them a fine. That would be nice. Warte mal, kommt der da hinten durch? Aber das ist das, was mich nervt. Tatsache! It's also a little bit, I don't know. Why can you put fans here, but not there? He can run through and, huh? I don't know. So, Reputation, yay. So, nicht mehr so viel. Ich weiß ja mittlerweile nicht, wie viel der einnimmt. Ich müsste mal darauf aufpassen. Auch schon wieder getrashed. No. Aber wir nehmen uns jetzt mal dem Ziel, dass wir sagen, ja, wir können gleich das Office verändern. In der Hoffnung, dass dann die Deko hier nicht alle für den Allerwertesten ist. Gucken wir mal. Na gut, ihr Lieben, ich würde sagen, wir sind am Ende einer Folge angelangt. Hat sich wieder ein bisschen was getan. Ne? Wir nehmen gut Geld ein. Und warum? Na gut. Bevor ich weiter Mimimi mache. Und tschüss, euer Nobody.